Was? Ich sag nicht, da ist ein Monster-Spawner. Oder hier über uns. Stell ich mir schon eher vor. Nee, das ist dort. Das ist definitiv dort. Ich hab Angst. Oder hier ist irgendwo ein Monster-Spawner. Das klingt schon sehr wahrscheinlich. Ach super, viel zu tief. Weißt du was? Ich mache jetzt noch eine ziemlich nullige Variante dieser schon zu nulligen Variante mit F13 oder so. Machen wir so ganz einfach. Also das ist ja. Man soll sich ja dann durchgraben. Also einfach so Gänge machen. Und dann findet man schon früher oder später Diamanten oder Eisen. Ja, wobei mir das Eisen schon gut gefällt. Wuhu. Ich bin immer so unmutig hier. Irgendwann sterbe ich elendig an Lava. Nicht irgendwann, sondern schon bald. Und wenn ich richtig rechne, schon sehr bald. Ja, man kennt ja das Sprichwort. Nein, ich glaube nur, ich kenne das. Da wo der Gravel ist, ist auch ziemlich nah die Lava. Oh, endlich vorbei. Und du gehst jetzt kaputt. Ach, wusste ich nicht. Zum Glück haben wir hier massig einen Ersatz und können noch schön weiter schaufeln. Ich habe jetzt immer so ein bisschen den Abstand, damit ich dann, wenn Lava kommt, rausrennen kann und die Bude zukleistern kann. Ihr merkt schon immer nach den Feldern. Mache ich halt so einen Gang. So, das wird so der Hauptgang und dann machen wir hier mal so einen Knick rein und schauen uns mal durch. Oh, Kohle, super. Ich wollte gerade sagen, und wir brauchen langsam mal wieder Kohle, um später dann noch weiter Fackeln zu machen. Aber wo die Kohle hinfällt. Oh, schon 20 Minuten am... aua. Und wo der Gravel hinfällt. Boah, ich dachte gerade, hier sickert Lava durch. Boah, Alter, ihr könnt mich schon nicht so erschrecken. Sag mal, hier ist viel gut, dass ich hier abgebogen bin. Und eine Menge Gravel. Oh, an die Decke gucken.
wenig Leute. Jetzt habe ich schon 20 Minuten durch. Ich glaube, ich mache 30 oder schon 45, so als Ausgleich. Auf jeden Fall erlebt ihr ein paar Parts schon noch. Keine Sorge. Nee, Quatsch, was meint ihr hier in der Sendung? Oh, ich habe die ganze Zeit diese Battlefield-Szene im Shadow. Oh. Da fange ich gleich wieder an zu schwärmen. Am liebsten würde ich jetzt das Let's Play einfach abbrechen, euch im Stich lassen, mir weiter Szenen angucken. Und weiter davon schwärmen. Von diesem wunderschönen Spiel. Also irgendwie hört es gerade nicht auf. Schon eine ganze Zeit am Cola-Bauen. Naja, noch brauchen wir die Kohle. Später können wir die dann einfach so übersehen. Gut, dass jetzt vorbei ist. Sonst hätte ich ja noch eine Fackel hinsetzen müssen. Und roter Stein. Ah, man sagt, auf Redstone ist in der Nähe von Lava. Weg, weg, weg. Ein Stück weg, 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 weg. Glaube ich, dass man sich das so erzählt, so. Nehmt den Gravel, aber nicht mich. Warum? Warum? Ich muss weinen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab Angst. Ah, die Monstergeräusche werden selber. Also kann es ja nur von oben gekommen sein. Okay, wenn ich jetzt nichts finde, dann schnippel ich weiter am Hauptgang. Ach, Mist. Ironie des Schicksals. Trotzdem schnippel ich jetzt weiter am Hauptgang. Oder ich sag mal, ich bring das Zeug erstmal weg. Falle des Falles, dass ich elendig drauf gehe, so wie es wahrscheinlich passieren wird. Cool. 25 Minuten, also entweder mache ich in 5 Minuten was. Ach nein, ich mache weiter. Das macht mir gar nicht so Spaß. Wo waren wir? Nee, da geht's. Boah, das fängt ja schon mal super toll an. Wenn man schon gar nicht mehr den Eingang finden. Ist ja ein klasse Let's Player hier. Keine Ahnung von seiner Map. Ja, ich weiß, wo das Eisen ist. Zumindest hin. Und alle, die jetzt schreien, ist Eisen, du Fettwatz. Ach gut. Die geben mir einen Daumen hoch. Nope. Ist gut. Heul dich bei Philipp aus. War da noch was? Nein. Okay, es wird lauter. Ich glaube aber immer noch, es ist über uns. Wow. Jetzt kriege ich es wirklich mit Angst.
machen wir jetzt hier nochmal einen Knick rein. Außer es wird jetzt gleich lauter mit den Geräuschen. Ich habe mir nämlich echt keine Lust, dass mir so ein Vieh gleich das Leben nimmt. So ein Vieh mir das Leben nimmt. Ich habe auch gutes Deutsch. Aber wo ich mich jetzt freuen würde, wenn ich auf Cobblestone treffe. Würde mich jetzt verdammt freuen. Also wir finden ganz schön viel, aber nicht das, was wir wollen. Und was wollen wir, Philipp? Na, Diamonds. Oh, ganz vergessen, Philipp. Eins der wertvollsten, nein, das wertvollste Rohstoff in Minecraft. Und noch mehr Redstone. Langsam stinkt's mich an. Das leuchtet ja, wenn man darauf craftet, glaube ich. Leider. Nee, doch nicht. Boah, nö. Das baue ich jetzt ab, den weiß nicht. Wenn wir es mal nötig haben, gehen wir hier hin. Wow, wow, wow. Wenn da ein Monster drin sind. Oh, 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 oh. Oh, oh. Come on, let's fuck. I hate Minecraft because the monsters are shit. Very shit. Na toll, was tue ich jetzt? Ich lasse das hier schmelzen. Aber das ist schon ins Inventar nehmen. Kohle und Iron. Kohle da, Eier da. Alter Schwede. Soll ich mal mein Glück versuchen? Na komm, ich werfe jetzt hier. Das hin, die hin. Ich hab jetzt irgendwie gerade alles weg, was ich eh nicht gebrauchen kann. Und nachher, wenn ich wiederkomme, sammle ich alles wieder ein. Bis auf mein treues Schwert. Was mir jetzt zur Seite stehen wird. Ich bin doch auch ein Creeper, du musst mich akzeptieren, ich gehöre zu deiner Familie. Komm her, komm her, komm her. Also ich bin ein ziemlich unprofessioneller Fighter. Kann man überhaupt Fighter zu mir sagen? Ich glaube nicht. Das ist der Creeper-Mann, der überhaupt nicht kann. Der überhaupt nicht kann. Der Creeper. Oh, fuck. Hat das mich gerade erschreckt? Das ist so ein simples Game, aber man erschreckt sich halt immer wieder.